Kurt Schwitters war einesteils bestimmt ein Spießbürger. Wie wir in Basel sagen, ein Fedlewurger. Und aber außerdem war er natürlich ein genialer Dichter und großer Künstler. Das war bei dem alles eins. Es war ein Quirl, der war ja ständig in Bewegung und schöpferisch. Er war auch von guter Konstitution. Man stellt sich Schwitters anhand der Bilder oft etwas falsch vor. Damals gab es keine Parallele. Schwitters war einfach Schwitters. Ich glaube, die verschiedenen Leute, die man da herbeiziehen könnte aus den Künstlerkreisen, war jeder anders. Aber Schwitters war noch mehr anders als die anderen. Die Fotos aus der Zeit zeigen einen mittelgroßen, dunkelhaarigen, ganz interessant intellektuell aussehenden Mann. Das war er nicht. Es war ein großer Blonder, was man so eher friesisch oder ostfriesisch nennt man sowas, nicht? Ein Norddeutscher. Groß, ich würde sagen 1,80. Für die Zeit echt groß und echt kräftig. Nicht ein Intellektueller und mittelgroßer, wie er manchmal aussieht. Einen starken Eindruck auf Frauen hat Schwitters Zeit seines Lebens gemacht. Obwohl er 1931 schrieb: Veilchen nennt der Volksmund das, was im Verborgenen blüht und gut duftet. Ich selbst bin solch ein Veilchen, welches mit Absicht im Verborgenen blüht, weil ich überzeugt bin, dass ich dort schöner dufte. Doch der Bescheidenheit folgt die Selbstsicherheit postwendend. Ich weiß, dass ich als Faktor in der Kunstentwicklung wichtig bin und in allen Zeiten wichtig bleiben werde. Ich sage das mit aller Ausdrücklichkeit, damit man nicht nachher sagt, der arme Mann hat es gar nicht gewusst, wie wichtig er war. Dieses Nebeneinander von spielerischer Freude und ernster Absicht zeigt sich im Werk und in der Person Schwitters, der natürlich gar nicht in dieser Hannoveraner Veilchenstraße geboren wurde, wie er immer behauptete, sondern ein paar Straßenzüge weiter. Und das 1887. Seit 1901 lebte Schwitters dann in der Waldhausenstraße in einem der 5 Häuser seines Vaters und besuchte die Schule bis zum Abitur 1908, über die er schrieb: Mein Lehrer freute sich immer, wenn er mich ohrfeigen konnte. Und die ganze Schule war froh, als ich mit ihr fertig war. Hier in der Waldhausenstraße lebte er dann mit seiner Frau Helma bis zur Emigration 1937. Ich entschloss mich, Maler zu werden, besuchte abends die Kunstgewerbeschule und wurde langsam akademisch. Bis 1914 war ich 5 Jahre Musterschüler der Akademie in Dresden. Zwischendurch habe ich die Berliner Akademie blamiert, indem ich versuchte, dort als Schüler aufgenommen zu werden, wurde aber als talentlos abgewiesen. Das Schicksal teile ich mit Menzel. Im Kriege habe ich mich dem Vaterlande und der Kunstgeschichte durch Tapferkeit im Vaterlande erhalten, und zwar auf der Schreibstube. Dann habe ich mich als Zeichner für Handhebelausrücker und Zahnstangenausrücker für Hillkuppelungen auf dem Eisenwerk Wülfel reklamieren lassen. Sofort bei Ausbruch der glorreichen Revolution habe ich gekündigt und lebe nun ganz der Kunst. Zunächst suchte ich aus den Resten ehemaliger Kultur neue Kunstformen aufzubauen. Daraus entstand die Märzmalerei, eine Malerei, die jedes Material verwendet, die Pelikanfarbe ebenso gern wie den Müll auf dem Müllhaufen. Nein, dumm bin ich nicht und schüchtern bin ich auch nicht. Ich weiß es ganz genau, dass für mich und alle anderen wichtigen Persönlichkeiten der abstrakten Bewegung die große Zeit einmal kommen wird, in der wir eine ganze Generation beeinflussen werden. Nur fürchte ich, das persönlich nicht mehr mitzuerleben.
Herr Professor Schmalenbach, Schwitters war weder akademischer Maler noch Dadaist, Konstruktivist oder Expressionist. Was war Schwitters eigentlich? Naja, er hat so ein paar Stadien durchlaufen. Er fing so sehr akademisch an in Dresden, hat er richtig gelernt an der Akademie und dann kam so eine kurze expressionistische Phase. Aber im Grunde war der Expressionismus schon spirituell das Gegenteil von dem, was Schwitters eigentlich war, mit seiner ganzen Humoristik auch. Und er wurde nun also so ein Dadaist, aber er betrieb also seinen One-Man, seinen Ein-Mann-Dadaismus in Hannover, nannte den ja auch Merz. Ich glaube, ich brauche jetzt nicht zu schildern, warum er das Merz nannte und wieso. Und wurde also ein Künstler in erster Linie der Collage, der Assemblage, wie man das später nannte, also diese großen Montagen aus allen möglichen Materialien. Er wurde ein Materialkünstler und kein Maler. Und er war auch im Grunde kein Maler, er war auch kein besonders begabter Maler. Ich glaube, er war sogar ein ziemlich unbegabter Maler. Und aus dieser Unbegabung die machte er nun etwas ganz anderes. Er kompensierte sie eigentlich dadurch, dass er ganz andere kreative, fantastische Fähigkeiten in sich entdeckte, anhand dieses Themas Collage. Ich nannte meine neue Gestaltung mit prinzipiell jedem Material Merz. Sie mögen es glauben oder nicht, das Wort Merz ist weiter nichts als die zweite Silbe von Kommerz, ausgeschnitten aus einer Anzeige der Commerz- und Privatbank. Das Wort Merz hatte keine Bedeutung, als ich es formte. Jetzt hat es die Bedeutung, die ich ihm beigelegt habe. Merz will Befreiung von jeder Fessel, um künstlerisch formen zu können. Freiheit ist nicht Zügellosigkeit, sondern das Resultat strenger künstlerischer Zucht. Ich sah nämlich den Grund nicht ein, weshalb man die alten Fahrscheine, angespülte Hölzer und altes Gerümpel der Bodenkammern und Müllhaufen nicht ebenso gut als Material für Gemälde verwenden sollte, wie die von Fabriken hergestellte Farbe. Ich liebe die hygienische Sauberkeit. Ölfarben riechen wie ranziges Fett, Temperafarben stinken wie faule Eier. Kohle und Graphit sind der schmierigste Dreck, was man schon an der schwarzen Farbe erkennen kann. Ich liebe die hygienische Sauberkeit und die hygienische Malerei. Das nenne ich Merz. Merzmalerei verwendet die delikatesten Materialien, wie sauberen Roggenmehlkleister, desinfizierte Zeug- und Papierfetzchen, gut gewaschenes Holz, alkoholfreie Eisenbeschläge und dergleichen. Die Merzmalerei ist absolut bazillenfrei. Später erweiterte ich die Bezeichnung Merz erst auf meine Dichtung, denn seit 1917 dichte ich, und endlich auf all meine entsprechende Tätigkeit. Jetzt nenne ich mich selbst Merz. Ja, hier sehen wir zum Beispiel, wie aus gefundenen Dingen Skulpturen, Plastiken kann man sagen, und Bilder entstehen. Zum Beispiel hier ist ein Stück Wurzelholz, das im Lake District gefunden wurde, das so verwendet wurde, wie es war. Oder ein Stein, dessen verschiedene Phasen in verschieden bemalt sind. Und das ergibt schon die Skulptur. Oder hier die sogenannte Kieselsteinplastik, die aus Kieselsteinen tatsächlich zusammengesetzt und dann bemalt ist. Hier im Hintergrund haben wir zwei Bilder, zwei Collagen, die einen besonderen Bezug auf mich haben. Dort ist zum Beispiel meine erste Schuhsohle als kleines Kind abgebildet. Hier eine Spielkuh, die ich als Kind hatte. Und hier sehen wir zum Beispiel die Klingel unseres Hauses in Lüsacke. Alles wurde einfach vermerzt. Die Initiative bei ihm kam völlig aus dem Spielerischen. Wenn er arbeitete, das war kein Arbeiten, es war Spielen. Wie ein Kind im Sandkasten baut und spielt, so arbeitete er mit seinen Sachen. Alles kam spontan aus Liebe an dieser Arbeit, aus Glück über diese Arbeit, mit der er arbeitet. Nun gibt es ja auch das Wort, dass man Planspiele im Sandkasten macht. Hat es nicht doch auch noch ein bisschen was Geplantes gehabt? War es so vollkommen ohne Ziel, was er machte? Es war völlig spontan und ohne Ziel. Manchmal konstruktivistisch, manchmal rein abstrakt, aber es war immer aus der Situation mit dem Material, was da lag, und der Spontaneität entstand es. Also die dabei waren so Elisitzky und Kitte Steinitz und ja, wer waren da noch? Also die bei Duisburg. Küppers, ja, Duisburg, ja sicher. Und aber haben die verstanden, was Schwitters wollte mit seinen Arbeiten? Er hat manchmal, ich weiß noch einmal, dass er ganz bekümmert zu mir sagte, es ist grässlich, wenn ich was ernst mal nehme und will und ernst gestalten will, dann fangen die Leute an zu lachen. Dann fanden sie das komisch. Und die verstehen mich manchmal überhaupt nicht. Und wenn ich sie irgendwie verulken will, dann nehmen sie das plötzlich ernst und legen tief rein, was ich gar nicht will. Und es gab zum Beispiel folgenden Fall, dass Schwitters einem Brautpaar zur Hochzeit ein
Bild anbot und das als Beleidigung aufgefasst wurde und wodurch eine sogenannte Freundschaft in die Brüche ging. So was kannte man nicht. Und es ist heute unglaublich und unfasslich, dass man nicht in der Lage gewesen ist, das Bild auch als Bild zu würdigen. Es blieben Teile von Lumpen, von Glas, von Buchstaben und so weiter. Ich werte Sinn gegen Unsinn. Den Unsinn bevorzuge ich, aber das ist eine rein persönliche Angelegenheit. Mir tut der Unsinn leid, dass er bislang so selten künstlerisch geformt wurde. Hannover, ein Text von 1920. Die Hannoveraner sind die Bewohner einer Stadt, einer Großstadt. Hundekrankheiten bekommt der Hannoveraner nie. Hannovers Rathaus gehört den Hannoveranern. Und das ist doch wohl eine berechtigte Forderung. Der Unterschied zwischen Hannover und Anna Blume ist der, dass man Anna von hinten und von vorn lesen kann. Hannover dagegen am besten nur von vorne. Liest man aber Hannover von hinten, so ergibt sich die Zusammenstellung dreier Worte. Re von na. Das Wort re kann man verschieden übersetzen. Rückwärts oder zurück. Ich schlage die Übersetzung rückwärts vor. Dann ergibt sich also als Übersetzung des Wortes Hannover von hinten, rückwärts von nah. Und das stimmt insofern, als dann die Übersetzung des Wortes Hannover von vorn lauten würde, vorwärts nach weit. Das heißt also, Hannover strebt vorwärts, und zwar ins Unermessliche. Anna Blume hingegen ist von hinten wie von vorne A, N, N, A. Hunde bitte an die Leine zu führen. 1923 gründete Schwitters die Zeitschrift März, die alles publizierte, Architektur und Märchenbücher, Lithografien und Dichtung und sogar eine Grammophonplatte. Kurt Schwitters spricht sein Gedicht an Anna Blume. O du, Geliebte meiner 27 Sinne, ich liebe dir. Du deiner, dich dir, ich dir, du mir, wir. Das gehört beiläufig nicht hierher. Wer bist du, ungezähltes Frauenzimmer? Du bist du? Die Menschen sagen, du wärest. Lass sie sagen, sie wissen nicht, wie der Kirchturm steht. Du trägst den Hut auf deinen Füßen und wanderst auf die Hände. Auf den Händen wanderst du. Hallo, deine roten Kleider in weiße Falten zersägt. Rot liebe ich Anna Blume, rot liebe ich dir. Du deiner, dich dir. Ich dir, du mir, wir, das gehört beiläufig in die kalte Glut. Ich habe Schwitters etwa so 1950 zum ersten Mal in ganz kleinen Proben kennengelernt, in der Anthologie der Abseitigen von der Gideon Welke, wo auch das Langgedrückel, das Scherz aus der Ursonate abgedruckt ist, und in dem Band von Sörgel, Dichtung und Dichter der Gegenwart, Expressionismus. Und das war natürlich sehr sporadisch und in dem Sinn mehr eine Bestätigung dessen, was mir vorschwebte. Aber immerhin ein Punkt war doch sehr wichtig, nämlich einerseits die totale Befreiung der Sprache von den Regeln der Syntax und man könnte auch sagen von den Zwängern der Syntax. Und gleichzeitig aber, und das war für mich bei Schwitters eigentlich immer wichtiger als bei den Dadaisten, man kann ja Schwitters nicht ohne weiteres zu den Dadaisten rechnen, dass er auch konstruktive Methoden entwickelt hat. Also zum Beispiel die Ursonate ist ja ein streng gebautes Stück, dass er sozusagen Freiheit mit Ordnung verbunden hat. Das waren meine ersten zwei Plakatgedichte von 1918. Als Schwitters Anfang September zu mir und Hanna Höch in Friedenau kam, sah er diese Plakatgedichte, aber sie machten keinen besonderen Eindruck auf ihn. Er sah nichts drin, er wusste nichts von abstrakter Poesie, er kannte nur das Alphabet, das er von hinten nach vorne zitierte. Z, Y, X, G, F, B, C, A.
Wir fuhren also nach Prag und in Prag war der Abend sehr schön. Wir rezitierten zunächst mit abwechselnden Stimmen. Ganz zuerst die Revolution in Revon. Mama, da steht ein Mann. 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 Lass ihn stehen. Dann nachher das Gedicht von Schwitters. Zigarren, 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 Zigarren. Alles war wunderbar, bis ich dann das Lautgedicht zitierte. Fünf Bertätze, Pegif, Mü. Und das war der Anfang und die Inspiration zu seiner späteren Ursonate. Lang Torgel, Oka, 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 Oka. Lang Torgel, Pipi, 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 Züka, 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 Züka. Lang Torgel, Rum, Rum. Lang Torgel, Siulen, Rö, Lum, Dum, Rö. Lang Torgel, Rum, Tö, Tö. Lange Torge, Zielen, Frö, Lümpfen, Frö. Wenn Schwitters fertig war, ging alles raus und lachte sich auf dem Flur aus. Die Menschen verstanden damals diese Lautsonate gar nicht. Lange Torge, Oka, 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 Oka. Lange Torge, Pipi, 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 Züka, 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 Züka. Lange Torge, Rün, Rün. Lange Torgel. Eine Sache, die mir sehr entscheidend an den Entdeckungen von Schwitter selbst erscheint, dass Schwitters, der auch also als Dichter in meinen Augen mindestens so bedeutend oder genauso bedeutend wie als bildender Künstler ist, Übergangsformen entwickelt hat. Das heißt also, dass bei Schwitters die Dichtung nicht neben der bildenden Kunst steht, sondern dass er intermedial arbeitet, dass für ihn die Dichtung in die bildende Kunst übergeht. Und zwar so, dass es bekanntermaßen von Schwitters Produkte gibt, wo man nicht mehr sagen kann, das ist jetzt Dichtung eindeutig oder das ist ein Bild, sondern es ist genau dazwischen oder mit anderen Worten, es ist beides. Die Märzdichtung ist abstrakt. Sie verwendet analog der Märzmalerei als gegebene Teile fertige Sätze aus Zeitungen, Plakaten, Katalogen, Gesprächen und so weiter, mit und ohne Abänderungen. Das ist furchtbar. Diese Teile brauchen nicht zum Sinn zu passen, denn es gibt keinen Sinn mehr. Das ist auch furchtbar. Es gibt auch keinen Elefanten mehr. Es gibt nur noch Teile des Gedichtes. Das ist schrecklich. Und ihr zeichnet Kriegsanleihe. Bestimmt es selbst, was Gedicht und was Rahmen ist. Wir erkennen in der Entwicklung der Kunst unbedingt eine einheitliche Richtung zur Abstraktion, schrieb Schwitters 1927. Im gleichen Jahr, in dem er die Gruppe Die Abstrakten Hannover mitgründete, zu der auch Rudolf Jahns gehörte. Man war reiner Maler, man wollte reiner Maler sein. Das heißt, man wollte die Farbe für sich an sich nehmen. Man wollte sie aus dem Bereich der Verengung eines Gegenstandes herausnehmen. Sie sollte absolut wirken. War es auch ein neues Materialbewusstsein? War es auch schon, also von Schwitters aus gesehen, ein absolut neues Materialbewusstsein. Und wir alle waren uns darüber im Klaren, dass Schwitters ganz hervorragend schön Dinge zueinander ordnete. 1927 war Schwitters auch Mitbegründer des Rings Neuer Werbegestalter. Für ihn gab es keinen Unterschied zwischen angewandter und freier Kunst. Seine Werbezentrale arbeitete nicht nur für ihn, sondern führte auch gut bezahlte öffentliche Aufträge aus. Es gibt ja einen Vorläufer, einen Ring deutscher Architekten, der innerhalb vom BDA in Berlin gegründet war. Das waren also die Gropius, Mies van der Rohe und so weiter Leute. Und wir hatten uns in den Kopf gesetzt, grundsätzlich, wie die im Bauen fortschrittlich waren, wir in der Werbegrafik dasselbe zu entwickeln. Ja. Waren das konstruktivistische Ideen? Oh, und wie auch. Ja. Denken Sie nur an dieses Buch, was da hinten liegt, da finden Sie auch von mir. Giebelreklamen, die sind
rein konstruktivistisch entwickelt. Was für eine Rolle spielte denn Kurt Schwitters in diesem Kreis? Er war ja Vorsitzender, also war er auch künstlerisch ein Anreger in diesem Kreis. Ja, zweifellos. Gell? Also genau wie er in die Collage eingestiegen ist, so ist er auch in die Werbegrafik eingestiegen. Hatte sehr gute Aufträge. Gell? Von Pelikan zum Beispiel. Gell? Der große März Schwitters lädt ein. Zum Eigenwerbeprogramm gehörten sogenannte lustige Abende, an denen er die Ursonate und andere Dichtungen vortrug, Tee und Kekse anbot und zum Tanz Jazzplatten auflegte. Hier traf er auch mit vielen Dadaisten der 20er Jahre zusammen, ohne dass er sich allerdings selbst als Dadaist verstand. Zwar gab es auch Beziehungen nach Berlin, wo er schon 1918 zum Sturmkreis stieß und von wo aus er mit den Dadaisten Arp, Hausmann, Höch und Zara die Dada-Feldzüge nach Prag und durch Holland mitmachte. Doch Dada und Merz waren für ihn nicht dasselbe. Er schrieb 1923: Während Dadaismus Gegensätze nur zeigt, gleicht Merz Gegensätze durch Wertung innerhalb eines Kunstwerkes aus. Der reine Merz ist Kunst. Der reine Dadaismus ist nicht Kunst. Beides mit Bewusstsein. Gegenüber den vielen nach außen gerichteten Aktivitäten Schwitters entstand in einem Zimmer der Waldhausenstraße 5 sein, wie er es nannte, Lebenswerk der Merzbau. Er wurde im Krieg zerstört, geblieben sind wenige Fotos und die Erinnerung. In dieser Merzsäule waren unendlich viele kleine Höhlungen, Grottos würde man in Italien sagen. In jeder dieser Höhlungen war irgendein Objekt enthalten. In dem einen war ein Bleistift, den er von Mies van der Rohe's Tisch entwendet hatte. Das war die Mies van der Rohe Höhle. In dem anderen war ein Stück Krawatte, das war von Theo van Doesburg. In einem anderen war ein Stück abgebrochener Zahnbrücke von irgendjemandem. Da war eine Mondrian-Höhle, eine Lesitzky-Höhle, eine Richter-Höhle, eine van Doesburg-Höhle. Von allen seinen Freunden hat er Höhlen. Nach ungefähr 3 Jahren kam ich wieder nach Hannover. Und er ging wieder mit mir in dasselbe Zimmer, um seine Merzsäule anzusehen. Die hatte sich völlig verändert. Man konnte kaum um sie herumgehen, denn sie füllte den ganzen Raum. Wenn sie vorher mehr in konstruktivistischem Stil gebaut war, so war sie jetzt mehr in eine Art Barock verwandelt. Aber nicht nur das, sondern sie ging bis oben an die Decke. Sie war weder transportierbar, noch war sie beendbar. Sie war sozusagen Schwitters selbst. Im Grunde genommen gehöre ich einer Generation an, die den Merzbau nicht gesehen hat. Ich kann also nur aus zweiter Hand beurteilen, dass es etwas vom Wichtigsten war für ihn. Also der Ort, wo er sich vollkommen wiederfand, den er permanent veränderte, wo man auch die ganze Stilentwicklung, die man in den Bildern sieht, konzentriert ablesen kann, als Ambiente, als Environment, wo er auch versuchte, alle Künste zusammenzubringen, wo er auch versuchte, die dadaistische Zeit einzubeziehen, obwohl die mit der Zeit zugebaut wurde. Und auch die Tatsache, dass er versucht hat, dreimal in seinem Leben immer wieder den Anlauf genommen hat, einen Merzbau zu errichten, scheint mir, und ich meine, aus der Literatur wird das belegt, dass man eben in dem Fall so etwas wie von einem Gesamtkunstwerk sprechen kann, das für Schwitters zentral war und für uns eine mythische Größe ist. Über 10 Jahre hatte Schwitters an dem Merzbau gearbeitet, ohne fertig zu werden. Sein Ziel war das Merz-Gesamtkunstwerk, das alle Kunstarten zu einer Einheit zusammenfasst. Und? Mein letztes Streben ist die Vereinigung von Kunst und Nichtkunst zum Merzbau-Gesamtweltbilde. Hat Schwitters eigentlich für die Entwicklung der Kunst im 20. Jahrhundert etwas vorweggenommen?
Ach Gott, wissen Sie, Collagen gab es ja schon. Vor ihm haben ja andere Collagen gemacht, vor allem Picasso und Braque 1912, 13. Das war eigentlich der Beginn, obwohl es da auch schon irgendwelche Arten von Vorläufern gab. Also insofern war er kein Revolutionär. Er war aber eine sehr revolutionäre Figur. Und er hat natürlich etwas gebracht, indem er dieses Thema Collage zum Lebensthema eines Künstlers machte. Er hat das also an sich gerissen und das nun überhaupt zu der künstlerischen Methode erhoben für sein ganzes Leben. Dazu kommt natürlich vieles andere als Merz Dichter, als Merz Bildhauer, vor allem das Gesamtkunstwerk des Merzbaus. Also es ist eine große Gestalt, das geht bis zum Aktionismus, was aber wiederum eine Sache war, die die Dadaisten überhaupt betrieben haben. Diese aktionistische, diese Happening-Seite, die es da ja auch gibt, dies alles muss man zusammensehen. Und da wird er nicht nur, sieht man nicht nur ein Gesamtkunstwerk sich abzeichnen, sondern so eine Art Gesamtkünstler überhaupt in vielen Sparten, die aber nicht Sparten nebeneinander sind, sondern die alle zusammengehören zu einer großen Gestalt. Insofern hat er natürlich eine sehr singuläre Stellung und bringt damit etwas sehr Neues, ohne aber neue Erfindungen eingeführt zu haben in die Kunst. Erste Symphonie auf Jachtöja. Ingen schon man Wammus, no sitte pent, klappe söte. Klappe söte Wammus, ingang till klappe söte, no klappe ingang till. Ingen schon man Wammus, der ingen som man Wammus, ingen schon man Wammus, Hundungen min, Wammusen min. No klapp till, en gang till, ingen som han Wammus, der ingen som han Wammus, ingen som han Wammus, und no klappe mei. Beeindruckt von Hanna Höchs Bericht über ihre Nordkap-Tour, reiste Schwitter seit 1929 jedes Jahr regelmäßig nach Norwegen. Ich bin sehr gern in Norwegen, denn es ist beispiellos schön hier. Ich male Landschaft und Porträt. Ich bin der Ansicht, dass die Malerei sich nun nicht mehr mit der Natur als Einzelerscheinung zu beschäftigen habe, nachdem die abstrakte Gestaltung sich als kompositionell beste Lösung erwiesen hat. Auf der Insel Jertö im Moldefjord mietete Schwitters 1934, vielleicht die drohende Emigration vorausahnend, für 99 Jahre eine alte Schmiede, die noch heute seine Spuren trägt. Stefan Thurmason, ein polnischer Schriftsteller, der als Immigrant Schwitters 1941 in London kennenlernte, schrieb in seinem Buch Kurt Schwitters in England 1940 bis 1948. And a bit of wood is an innocent, aesthetic affair. Ein Bild herzustellen, indem man zwei oder drei harmlose Gegenstände zusammenbringt, wie eine Fahrkarte, eine Blume und ein Stückchen Holz, ist eine harmlose ästhetische Angelegenheit. Aber so ist es natürlich nicht. Fahrkarten stehen in Verbindung zu Eisenbahngesellschaften oder zum Staat. Blumen zum Gärtner, Holz zum Holzhändler. Wenn man sie untereinander vermischt, bringt man eine bestimmte Ordnung durcheinander. Man entfernt die Leute von einer gewohnten Denkungsart und die gewohnte Denkungsart ist nun mal die Grundlage einer bestimmten Ordnung, gleich ob es eine althergebrachte oder eine neue ist. In seinem Fall war es die Nazi-Ordnung. Und deswegen, wenn man sich mit der gewohnten Ordnung anlegt, dann, wenn man Dadaist oder Merzist ist, mit der kuriosen Idee, Symmetrien und Rhythmen anstelle von alten Prinzipien einzuführen. So ist man, ob man will oder nicht, mitten in einem politischen Veränderungsprozess. Kurt Schwitters war mittendrin, eine Veränderung auszulösen. Adolf Hitler wusste das. Er wusste, dass zwei harmlose Gegenstände zusammengebracht keine harmlose ästhetische Angelegenheit ist. Und das war der Grund, warum Schwitters aus seinem eigenen Lande vertrieben wurde. He knew that putting two innocent things together is not an innocent aesthetic affair.
And that was why Kurt Schwitters was thrown out of his own country. Als Schwitters 1937 Deutschland verließ, wusste er noch nicht, dass er nie mehr zurückkommen würde. Aber im selben Jahr wurden seine Bilder aus den öffentlichen Museen entfernt, in der Gruppe 9 der Ausstellung Entartete Kunst gezeigt und wohl später verbrannt. So ließ er sich hier in Lysaker nieder, in der Nähe von Oslo, und begann nach einigen Monaten einen zweiten Märzbau zu errichten, an dem er 2 Jahre bis zu seiner erneuten Flucht nach England baute. Auch dieser Bau wurde nicht beendet. 1951 brannte er ab. Heute gibt es noch nicht einmal Fotos. Ich baue hier ein neues Atelier als sichtbares Zeichen, dass ein neues Leben für mich beginnt. Es muss beginnen. Ich bin erst 50 Jahre. Da kann man ja noch einmal anfangen. Die Arbeiten aus der norwegischen Zeit zeigen den Einfluss der Umgebung, angefangen beim Sprachmaterial bis hin zu organischen Formen und Fundstücken aus der Natur. Wie in Hannover malte, klebte und baute er. Vor allem aber fotografierte Schwitters, zwar völlig unprofessionell, für uns aber sehr aufschlussreich, die Natur, die Umwelt als Fundgrube für das Entdecken von Strukturelementen. Daneben versuchte er, wie schon 1927, als er eine Ausstellung des Werkbunds für Film und Foto mit Fotogrammen beschickte, zu experimentieren. Wenn man sich dem Werkbund von Schwitters wirklich nähern will, muss man bedenken, dass der Kern seiner Entwicklung in einer permanenten Widersprüchlichkeit bestanden hat. Diese Widersprüche, diese Gegensätze, die lassen sich in vielerlei Weise dokumentieren und beschreiben. Auf der einen Seite hat er immer den Eindruck eines ungeheuer vitalen Menschen gemacht, auch auf seine Umgebung. Er war ein großgewachsener, sportlicher Typ, der auch Gewaltiges vollbrachte in körperlicher Hinsicht. Auf der anderen Seite hat er zugleich immer sich sehr gefährdet gefühlt durch Krankheiten, hat immer Medikamente mit sich rumgeschleppt, hat immer befürchtet, dass er krank würde, dass er ins Krankenhaus eingeliefert würde. Also schon in dieser äußerlichen Dimension taucht dieser Widerspruch auf. Das gilt aber noch sehr viel stärker für seine künstlerische Entwicklung. Und daraus kann man auch seine lebenslange Beschäftigung mit der abstrakten Kunst und mit den Naturstudien zur gleichen Zeit erklären. Die sind für ihn gleichgewichtig gewesen. Wie es sonst ginge, besser als in der schlechtesten Zeit sicher. Ich verkaufe doch jetzt so viel, dass ich leben kann, ohne Almosen annehmen zu müssen. Aber was mir besonders fehlt, ist der Verkehr und die Aussprache mit Leuten, die abstrakte Kunst lieben und verstehen, denn das gibt es hier nicht. Ich habe einige Bedenken, ob man mir einen neuen deutschen Pass ausstellt, da inzwischen die Gestapo aus mir unerklärlichen Gründen schon 5-mal nach mir gefragt hat. Aber es gibt auch Mittel, hier zu bleiben mit Nansenpass oder auch, indem man Asylrecht erwirbt. Aber das gibt eine aufregende Zeit. Doch als die deutschen Truppen 1940 Norwegen überfielen, musste er erneut fliehen. Eine abenteuerliche Flucht durch Norwegen brachte ihn nach England, wo er vorübergehend interniert wurde und sich dann nach einem kurzen Aufenthalt in London hier in Ambleside im Lake District niederließ. Getrennt von seiner Familie, denn seine Frau war in Hannover geblieben und sein Sohn kehrte nach Kriegsende nach Lysaker zurück. Immer wieder kommen briefliche Nachrichten. Was kann ich denn tun, dass nicht genügend Leute den Wert meiner Abstraktionen sehen und genug davon kaufen? Da helfe ich mir selbst und male.
It was a new and wonderful experience for me to meet Switters. I was about 26 years old, and he, of course, was twice my age. But there was a wonderful feeling that we had. In London lernte Switters Edith Thomas kennen, die er Wanty nannte und die ihn bis zu seinem Tod fortan begleitete. Sie berichtet, wie hilflos Switters war, in welcher Not er lebte, dass kaum einer sich an ihn erinnerte oder ihn gar kannte und niemand Interesse an den abstrakten Arbeiten hatte. But at the same time, there was this tragedy, this wonderful, unique human being, who he couldn't find work. And this was really sad for him, because who wanted to know anything about collage during London and the war years? I think there were perhaps only a handful of people that knew that he existed. Wenige Monate vor seinem Tod schuf Switters diese Collage mit dem beziehungsreichen Titel »Ein fertig gemachter Poet«, wobei er ein Porträt Shelleys von 1819 verwendete, der ebenfalls sein Land verlassen musste. Switters fand im Lake District Freunde und beschränkte Arbeitsmöglichkeiten und entfernte sich zunehmend von seiner deutschen Herkunft. Der Aufforderung, dem Deutschen Kulturbund beizutreten, entzieht er sich. Und in einem Brief an Hans Richter schreibt er, dass er die deutsche Sprache nicht mehr mag und nur noch Englisch schreiben würde. At first men were limited, 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 until they imitated, imitated, imitated. But when they imitated, 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 they still remained limited, limited, limited. George Melly hatte Anfang der 40er Jahre in London bei dem belgischen Surrealisten und Galeristen Messens gearbeitet und dort Switters getroffen, der oft aus Ambleside nach London kam, um Collagen zu verkaufen. Ich war von seiner Einfachheit beeindruckt, die wie die eines Kindes war. Er wirkte sehr heruntergekommen, seine Schuhe waren staubig, er trug einen alten Regenmantel, seine Krawatte löste sich auf und sein Hemd fing an den Kragenspitzen an kaputt zu gehen. Aber sein Gesicht, das mehr rund als schmal war, sah aus wie ein Vogel und ein Kind zugleich. Und er hatte diese unglaublichen Augen, die voller Erstaunen in die Welt blickten. Man sieht so viele Leute mit glanzlosen Augen durchs Leben gehen. Aber Switters verbreitete um sich eine Atmosphäre von etwas Wunderbarem, fast Mystischem. Er war sehr einfach in seinem Benehmen, sehr höflich, sehr korrekt und sehr poetisch. And very poetic. We went and drank a great deal in the pub with Messens, who was a heavy. Wir tranken einmal in einer Kneipe mit Messens, der ein starker Trinker war, während Switters mäßig trank und Wanty auch. Und als wir abends in die Galerie zurückkamen, begann er spontan sein Lautgedicht, die Ursonate, vorzutragen. Als er begann, war der erste Impuls zu lachen, denn Switters stand in einer Ecke. Die Haare standen ihm zu Berge, mit seinem abgetragenen Mantel, starr gerade ausblickend und all diese außergewöhnlichen Laute ausstoßend. Looking ahead and making all these extraordinary sounds, you know, lanka targl, piep, 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 hukka, hukka, lanka targl, piep, 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 hukka. 40 Minuten dauerte das. Und nach einiger Zeit kam ein Moment, der wunderbar war. Denn es war natürlich ein Werk, das langsam im Laufe der Jahre gewachsen war, bis es die vollkommene Form, ein richtiges Stück Musik geworden war, in dem die Laute für die musikalische Notation standen. So wie er die Ursonate immer wieder veränderte und bis zur Perfektion verbesserte, hielt er auch hier in England zäh an der Merzbau-Idee fest. Zu seinem 60. Geburtstag 1947 stellte ihm das Museum of Modern Art in New York $1000 zur Verfügung, mit denen er in einer alten Scheune in der Nähe von Ambleside einen dritten, den letzten Anlauf nahm, um einen Merzbau zu vollenden. Doch auch dieses Vorhaben blieb unvollendet. Sein ohnehin labiler Gesundheitszustand verschlechtert sich rasch. In den wenigen Monaten, die ihm noch blieben, konnte er nur noch eine einzige Wand gestalten, die nach seinem Tod in die University of Newcastle gebracht wurde. Er kam nicht weiter als diese eine
Reliefwand zu bauen, die natürlich anknüpft an die früheren Märzbauten in Hannover und in Lüsaker, aber die doch wesentlich verschieden waren. Bei den früheren Märzbauten war die Idee, dass der Mensch im Schnittpunkt der Kompositionen stand. Hier steht er eigentlich außerhalb der Komposition und sieht sich die Komposition als Gesamtheit an. Hinzu kommt noch, dass wie schon in Norwegen, allerdings in Bildern, nicht im Märzbau, so auch hier die Natur einen starken Eindruck auf die Arbeitsweise und auf die Komposition meines Vaters machte. Die Linien sind mehr fließend, weniger konstruktivistisch, als sie das in Oslo und davor noch in Hannover waren. Wenn man also eine innere Biografie von Schwitters schreiben wollte, müsste man die Geschichte der Märzbauten schreiben. Sie waren sozusagen die Außenseite seiner Innenseite. Er hat darin verarbeitet die innersten Beziehungen zu seiner Umwelt, zu seinen Mitmenschen, zu seinen nächsten Menschen auch. Hat sie auch wieder verschlossen. Insofern war auch der Märzbau so ein paradoxes Gebilde entsprechend der Widersprüchlichkeit, von der ich vorhin sprach. Auf der einen Seite wollte er seine Gefühle zeigen, auf der anderen Seite wieder verbergen. Und infolgedessen hat er die Grotten, in denen er die dinglichen Erinnerungen an seine Freunde und Freundinnen untergebracht hat, dann später auch wieder verschlossen. Wenige Wochen vor seinem Tod schrieb Schwitters: In einigen Tagen werde ich die englische Staatsbürgerschaft bekommen. Ich bin sehr glücklich, weil ich bisher ein Gefangener in einem fremden Land war, das, ich gebe es zu, sehr freundlich zu mir war. Seinen größten Wunsch, nun in die USA reisen zu können, konnte er sich nicht mehr erfüllen. Stattdessen, Ironie des Schicksals, kehrte er gleichsam als begrabener Engländer nach Deutschland zurück, um auf dem Stadtfriedhof Engesohde in Hannover zum zweiten Mal beerdigt zu werden. Er sagte sich sicher, zu zwei Geburtsorten gehören ganz einfach auch zwei Grabstätten. He was born rich. Er war reich geboren und er starb arm. Er war als Rebell geboren und er starb als Poet. Six, five, four, three, two, seven, 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 eight, one, nine, one, ten, one, 11, one, ten, nine, eight, seven, six, 5, 4, 3, 2, 1.